So, Freunde, heute rauchen wir schon wieder den Jungkool Wood von Adalia, den Zimt-Kaugummi-Tabak. Der konnte jetzt mit etwa 3 Tagen nochmal einziehen. Und ich bin jetzt sehr gespannt, ob die Zimtnote etwas mehr im Vordergrund ist als beim ersten Mal. Und ich werde das hier im Hooker schon Flying Saucer bauen, weil mit dem Kopf kann man extrem viel Hitze in den Tabak reingeben. Und ich habe gemerkt, dass die Zimtnote mit mehr Hitze etwas mehr rauskommt vorhin. Deswegen baue ich das mal so. Ich zeige euch gleich, wie ich das gebaut habe. Und dann bin ich sehr, sehr gespannt, wie das läuft. So, also der Kopf bei diesem Kopf ist etwas spezieller. Ihr seht hier kommt in der Mitte das Teil hier hoch. Und ich baue das immer so, dass ich rundherum auf die Höhe von diesem Teil, das hier hochkommt, baue. Und hier drin etwas Abstand lasse, damit man einen guten Durchzug hat. Dann kann man eigentlich die Alufolie drüber spannen. Und dann hat man eigentlich schön Kontakt hier rum und kann richtig Hitze reinballern hier. Und dann läuft das eigentlich auch so. Und dann bei den Löchern schauen, dass man die am Rand macht, damit die nicht durch diesen Bereich hier, damit die heiße Luft nicht durch diesen Bereich durchgezogen wird, wo überhaupt kein Tabak ist. Sonst kriegt man die Hitze nicht in den Tabak rein. Also die Löcher schön genug weit hinten machen. Ich bin wieder mit Haushaltsalufolie am Bauen und ich habe es immer noch nicht draußen. Das funktioniert einfach nicht. Also ich spanne das nochmal und dann zeige ich euch, wie das läuft beim Fazit. So, Freunde, also ihr seht, das Ganze läuft wirklich eins zu einem Setup. Sehr, sehr nice. Rauchentwicklung ist da. Auch geschmacklich hat sich jetzt minimal noch etwas verändert. Also die Zimtnote kam noch etwas mehr hervor, aber ist jetzt immer noch nicht im Vordergrund. Also man merkt sie definitiv. Aber man merkt auch definitiv den Kaugummi, der mit dabei ist. Was ich persönlich eigentlich nicht schlecht finde. Wie gesagt, für mich könnte das natürlich auch etwas mehr Zimt ballern. Aber so ist es ein sehr ausgewogener Tabak und der wird einem sicher nicht verleiden. Sonst bei zu starken Zimt-Tabaks ist es meist so, den kann man nicht zu oft rauchen, sonst verleidet der ziemlich, ziemlich schnell. Aber so, sehr, sehr lecker. Also für Leute, die Zimt-Kaugummi mögen, probiert das auf jeden Fall aus. Wie gesagt, etwas mehr Hitze geben, dann kommt die Zimtnote etwas mehr durch. Und ja, dann würde ich sagen, dann war es schon für heute. Ich wünsche allen noch einen guten Rauch und wir sehen uns morgen wieder.